Herzlich willkommen bei TV Saat Unterhaltung. Heute wird ein Clash der Rebellen Display geöffnet, ein 18er. Und bin mal gespannt, ob wir heute endlich mal nach zig Displays ein Rainbow, der Befehl vom Boss ziehen oder irgendeine Goldkarte. Die habe ich bis heute noch nicht gezogen, nach über 30 Displays. Wir fangen jetzt mal an. Es kann sein, dass ihr hier so einen Schatten seht vom Kabel. Ja, sieht man. Wir haben gerade aktuell 23.30 Uhr, halb zwölf nachts. Und ich hatte halt Bock auf ein Display. Und wir fangen mal an mit ein Display Clash der Rebellen. Ich werde nicht so viel reden, denke ich mal. Und mehr die Hits zeigen. Hier haben wir das gute Stück, 18 Stück. Zack. Die tun wir hier zur Seite und wir fangen jetzt mal an mit dem ersten. Man, die gehen heute mal schwer auf. Berühmte Kartentrick. So, da war die Feuerenergie. Moment, so. Die Feuerenergie. Maske Regen. Ein Nugget. Ein Navitaub. Na, die Kamera mag heute nicht mitmachen, wa? Wir machen es mal schnell. Und, oh, direkt der erste Hit. Ein Calamanero V. Erste Booster, erstes Hit. Die typen wir mal direkt ein. Und tun die mal dahin. So, erster Hit schon. Nice. Direkt am ersten Booster. Dann kommen wir jetzt mal zu Nummer 2. Wir machen jetzt nicht diesen Kartentrick. Wir gucken sofort, ob wir einen Hit haben. Ist auch mal anders, ne? Ein Tempo-Energie als Reverse und als Hit sozusagen wäre dieser Rex Blizzard. Also Nickis. Machen wir so eine schnelle Runde. Weil viele YouTuber, die machen sich die Zeit damit so voll dauernd. Und ja. Klar, anfangs kann man das machen. Anfangs sind die Karten neu, aber jetzt sind sie schon ausgelutscht, würde ich mal sagen. Da kann man auch mal schnelle Runden machen. Schauen wir mal, ob wir was haben. Und eine Milotic V-Karte. Der zweite vom dritten Booster. Nice Quote, aber... Hoffentlich kommen da noch weitere Sachen, wie zum Beispiel Rainbow, der Boss oder eine Goldkarte. Die tüten wir mal ein. So. Zack. Tun wir den dran. Und die Bulks tue ich immer direkt in den Display hier rein. Ne? Da darf es später leichter, die zu sortieren. Booster Nummer 4. So, schauen wir mal, ob wir da was haben. Eine Relaxo.
gehen wir an die Nummer 5. Soeben hat der, also was heißt soeben, vorhin gab es ja Fußball und ja, der FC Bayern München ist DFB-Pokalsieger. Und da haben wir hier ein Xerox als Sternefärter. Gucken, was wir jetzt hier bekommen. Oh, ich sehe schon, da ist was. Und ein Sanaconda V. Unser dritter Hit schon. In 6 Boostern. Von 6 Boostern. Dritter Hit. Krasse Quote. Aber ich finde immer noch die falschen Karten. Die Karten, die hat man schon so oft gezogen. Naja, was soll's. Nächste Booster. So, mal gucken, was jetzt kommt. Eine Holo Pixie, die haben wir auch schon sehr oft, aber ich finde die Karte so schön. Wer weiß, was sie in 20 Jahren wert ist. Eine sehr schöne Karte. Ob sie etwas wert wird, wissen wir nicht. Sehr schöne Karte. Die tüten wir natürlich auf ein. Und viele fragen mich auf Instagram, von wo ich die Sleeves habe. Ich habe die in grün, rot, blau, schwarz, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob euch was Weihrauch sagt. Das ist so ein Kaufhaus von Edeka. Also Edekas Kaufhaus sozusagen. Da gibt es alles mögliche, Haushaltssachen, Spielabteilung, Lebensmittel. Von dort hole ich mir das immer. Schauen wir mal, was wir jetzt hier haben. Carpador. Und ein Deponitox. Aber kein Holo, ganz normal. Aber ich möchte trotzdem, genau so, dass die Kamera mal ein bisschen fokussiert. Ich muss mal bald mal eine neue holen. Und mal ein bisschen hier umbauen. Ups. Damit man schöne Videos machen kann für euch. So, sind jetzt 3 Karten runtergefallen. Die heben wir auf. So. Nächste Pack. Solo Stewart und ein Branwaz als Rare. Ihr merkt, ich rede kaum, habe ich auch vorher angekündigt, ich bin eigentlich so müde, aber ich hatte noch Lust, in diese Uhrzeit, kurz vor 12, noch ein Display zu öffnen. So, mal gucken. Hier haben wir ein Reflex. Ja, ein Reflex. Aber auch nicht Holo.
Und ein Session als Rare. Auch nicht Holo leider. Schade. Also bis jetzt haben wir dreimal eine V-Karte, eine Holo. Und wir haben noch drei, sieben Booster. Wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Ein Natu. Electek. Und ein Drapfel. Ich glaube, diese Holo-Karte müsste ich 14 Mal schon haben. Weil ich meine, gezählt zu haben, dass ich die 13 Mal habe. Naja. Egal, Holo ist Holo und die tüten wir auch ein. Nächste Booster weg. Arcani, nicht Holo, leider. So, wir haben jetzt noch drei, fünfmal Clash der Rebellen Booster. Drei V-Karten, zwei Holo. Komm, eine Goldkarte könnt ihr mir noch gönnen oder ein Befehl vom Boss. Die fehlen mir alle noch. Ne, wieder nichts dabei. Ganz bitter. Noch drei, vier Booster. So, hier machen wir mal den Kartentrick. Vielleicht bringt das uns Glück. Einmal eine Blitzenergie. Noch eine Safcon. Kano. Und nope. Auch nicht Holo. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wir haben noch drei Booster und die Ausbeute ist sehr mager. Drei V-Karten, zwei Holo. So. Mal gucken, was wir hier bekommen. Der Fokus ist ja sehr gut wieder. Oh, und. Ein Gottrom V. Der nächste Set, das nächste Set. Schöne Karte. Habe ich auch natürlich schon. Aber wir wollen ja nicht meckern. So, vier Hits. Es kommt ja meistens nur fünf raus. Maximal, also meine Erfahrung, es könnte noch ein Hit drin sein. Nee, hier ist nichts. Und unser letzter Booster.
ob wir hier noch etwas bekommen. Brewers und leider nichts. Ja, die Ausbeute ist mager. Also finde ich. Weil nach einer Zeit hat man ja fast alle Karten. Außer die man halt braucht. Wir haben heute Calamanero V, Milotic V, Gotrom V, Sanaconda V, Drapfel und Pixie, die einzigsten Holo-Karten. Also das ist wirklich nicht gut gelaufen, finde ich. Für ein Display, für ein 18er Display. Ich überlege gerade noch eins zu öffnen. Oder machen wir morgen. Machen wir das morgen am Sonntag live auf Twitch und danach wird es natürlich auf YouTube hochgeladen. Ich danke euch, dass ihr das Video angeschaut habt. Lasst doch gerne ein Abo da. Klar, es ist nicht professionell alles. Aber es geht ja um den Sinn und dass man sich ein bisschen unterhalten kann in Zukunft, wenn man wächst. Ich möchte jeden Sonntag die Tinboxen öffnen, die ihr hier vorne sehen könnt. Ich habe 11 verschlossen noch vom verborgenen Schicksal. Und ja, da braucht man natürlich auch eine gute Reichweite mit ein paar Zuschauern, das halt ein bisschen Spaß auch macht, ne? Jetzt dauernd alleine alles so aufzunehmen mit 3 bis 7 Leuten ist zwar auch schön, ich will nicht meckern, aber man will auch ein bisschen Erfolge sehen, um ehrlich zu sein, weil das macht nicht, machen nicht alle just for fun. Viele haben das Ziel, ein bisschen damit erfolgreich zu werden, beziehungsweise eine kleine Community aufzubauen. Mir kann keiner erklären, dass er es immer machen würde, wenn nur 3 bis 7 Leute da sind. Man will ja auch wachsen. So, das war TV-Start Unterhaltung auf Instagram, Pokémon Patron. Und ich wünsche euch einen schönen Samstag. Ihr werdet das Video wahrscheinlich am Sonntag erst sehen. Ciao.